richtig einstellen, keine Ahnung wie. Aber wird schon irgendwie klasse. Und jetzt, ihr geht oben durch. Das ist genau die gleiche Map. Okay. Wahrscheinlich einfach, weil es zu klein ist, das sind schon größere Gebiete, die... schon größere Gebiete, die dann ausgewählt, so dass sie nicht mehr sich ähneln. Was los? Wieso treffe ich nicht mehr? Wieso? Ja, ich habe getroffen. Kopfschuss! Headshot! Na, zu ungenau, wenn man reitet. Nein, ein Rekrut ist getötet worden. Kommt, ich schaff das. Sind diese Bogenschützen Wetten? Spinnt ihr? Hab dies nicht mehr. Meine Truppen kaputt schießen. Ein swadischer Rekrut gestorben. Gut, euch hier zu sehen, Drago Basler. Es gibt kein größeres Glück, als die Chance, seine Tapferkeit auf dem Feld der Ehre zu zeigen. Oh, schön, zwei Schilde. Gut. Ich weiß nicht, also ich verstehe den Mod noch nicht ganz. So hat diese Miliz. Sie haben so viel Geld jetzt. Okay. Na, wenn wir so viel Geld haben, ist das natürlich klar. Dass wir weiterhin hier Gebirgsbanditen jagen. Nun, sieh mal einer an, ihr spuckt am besten euer Silber aus, Freundchen, oder meine Jungs und ich müssen es aus euch rausholen. Meine Klinge werde ich euch spüren lassen, lumpiges Gesindel. Moment kurz, noch kurz was trinken. So, und der Kampf kann schon beginnen. Wird ja richtig actionreich, diese Folge. Prima! Na, wo seid ihr? Ich will euch abknipsen. Hui. Einen haben wir wurde bewusstlos von unseren Truppen und ja, soweit ich das gesehen habe. Und der haut ab. Mist, zu wenig hochgeschossen. Ja, den verlieren wir. Das macht Pfst. Wäre das ein schöner Treffer über den Hügel. So. Ja, okay.
Hau ab. Wir brauchen euch nicht. Sieg! Sieg! Ja. Ein Verlust. Gefangen nehmen. Aufstocken. Moral ausgezeichnet, Geld 1428 Dinare, wöchentliche Kosten 101 Dinare. Schon recht hoch. Schau mal, Nordfußsoldaten sind sehr hoch. Normale swatische Fußsoldaten. Nicht schlecht. Prima. Zugriff. Ja, normale Schilde. Ein Schwert, das besser ist. 18. Speer gesprungen, kurzer Bogen. Auch gesprungen. Und wieder Beförderungen. Können wir das Banditenlager plündern? Ich denke schon. Ich werde mal ein bisschen abhauen. Oh nein, nicht Deserteure. Wir sind Freibrüder, aber jetzt kämpfen wir nur noch für uns selbst. Nun gebt uns euer Geld oder schmeckt unsere Klinge. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr es bereuen, jemals die Armee verlassen zu haben. Ihr seid auf Deserteur gestoßen, ihr habt 14 Soldaten, die gegen ihre 11 kämpfen können. Greift den Feind an. Ja, Reiter sind leider ein bisschen stark. Ich hoffe, sie sind nicht zu dumm und werden in die Reiter reinspringen. Aber wie man sieht, ist es relativ gut mit der Gegebenheiten hier. Okay, sind keine Reiter. Doch, sind Reiter. Ja, sind Reiter, aber. Nein, es sind keine Reiter, okay. Sieht nur wegen den Röcken hier so aus. Ja, es sind relativ starke Krieger. Dann werden wir wahrscheinlich ein paar Verluste haben. Ich muss denen helfen. Oh, aber jetzt haben wir die Überhand gewonnen. Nein, 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 nein. Muss das sein? Wieso sind die so stark? Können wir doch nichts dafür? Ja. Ich kann nicht mal angreifen, wenn die so nah sind. Ja, die sind natürlich viel. Ja, toll. Das ist so laut. Geht doch nicht, wenn es so laut ist. Ja, das laden wir halt nochmals neu. Tja, das können wir nicht. Uns ergehen lassen. Wir werden hier. Ja. Wir werden es nochmal probieren.
werden dann öfters speichern, damit uns so etwas nicht passiert. Ja, mit dem wollte ich eigentlich nicht reden. Greift ihn an. Nein, da greift die halt nur den an. Ja, werden wir einfach mal ein bisschen alleine, sie alleine lassen. Und warten, bis sie gesiegt haben. Schauen wir ein bisschen die Gegend an. Können wir von hier oben ein bisschen die Schlacht betrachten. Das scheinen recht gute Truppen, also Elite-Truppen gewesen zu sein. Die haben einen vollen Plattenpanzer, oder was war das, Kettenpanzer irgendwie. Und ja, haben unsere Truppen natürlich noch keine Chance. Und das wird öfters passieren, da, ja, müssen wir vorsichtig sein, wenn wir Banditen jagen, damit nicht Deserteure plötzlich von der anderen Seite kommen und uns niederstrecken. Jo, dankeschön. Und speichern. So, gehen wir hier runter. So, wir haben 20. Nein, danke. Ich habe gesagt, nein, danke. So, hier ist ungefähr das Banditenlager, aber das ist jetzt viel zu gut bewacht. Die haben hier die Überhand. Da gehen wir am besten hier am Gebirgszug Richtung Veluca. Ja. Und diese natürlich, ah gut, sie haben uns nicht bekommen. Natürlich. Die sind auf uns aus. Wieso? Wir haben denen nichts getan. So. Gehen wir zur Burg. Was haben wir hier? Der Matthias. Nein. Keine Anwerbungsquest, bitte. Ich muss mich empfehlen, das ist eigentlich irgendwie ein bisschen komisch Deutsch. So, haben wir ein Bauer, okay, eine Bauersquest wäre jetzt gut. Oh Fürst, sicherlich seid ihr von den Kriegsführern der Wolke und jemand, der uns helfen könnte. Werdet ihr meinen Bitte lauschen? Was ist passiert, mein guter Mann? Eine Banditenbriganden, ja, das haben wir schon mal gelesen. Unser Fürst wurde gefangen genommen. Wo liegt dieses Dorf? Sarimisch. Sarimisch. Ah, das große hier. Ja, toll. Und das wurde ja geplündert. Marktplatz, Warenhändler. So, dann haben wir hier Trauben, Oliven, Äpfel, Käse. Die lassen wir mal und die Sachen verkaufen wir. Die verderben. Brot haben wir noch genug, müssen wir nicht kaufen. Und sonst nichts scheinbar. Schauen wir mal nach Waffen. Ein Schild könnten wir mal kaufen. Widerstand 10. Das wäre mal ein Schild. Ja. So. Nehmen wir das runter und geben es dann einem anderen. Rüstung.